Hallo, liebe Bücherfreunde. Heute habe ich euch noch ein Weihnachtsbuch mitgebracht, und zwar für die Kleinsten schon, so ab 2 Jahre. Das wieder zauberhaft gezeichnet ist von der Stefanie Dahle. Die kennt man vielleicht schon. Das ist auch die Erdbeerinchen Erdbeerfee zeichnet. Man sieht es jetzt nicht ganz so doll. Hier hat es tolle Glitzerelemente drauf. Es ist ein Pappbilderbuch. Und es geht um die kleine Schneefee und den Drachen. Der Drache, der hier wunderbare Schneeflocken überall drauf hat, weil es ist ein Eisdrache. Kann also kein Feuer spucken, denn er ist ein Eisdrache. Und der Eisdrache, der möchte unbedingt einmal Weihnachten feiern, weil er weiß gar nicht, was das ist. Er hat Weihnachtsweh. So beschließen sie, wir feiern jetzt einfach mal Weihnachten. Und was gehört da dazu? Ein Tannenbaum. Aber wie kriegt man einen Tannenbaum aus diesem eiskalt gefrorenen Boden raus? Na, da helfen hier zwei Mäuse fleißig mit. Dann soll es natürlich Geschenke zum Weihnachtsfest geben. Aber Geschenke soll man einpacken. Nur wie packt man die denn ein? Wirklich in eine Socke? Aber auch dafür fällt dem Drachen etwas ein. Dann soll es was Leckeres zu essen geben, nämlich Bratäpfel. Da erschrickt sich die Schneefee, weil ein Feuergnom aus ihrem Ofen springt. Und schließlich wird natürlich auch noch gebacken, weil es gehören ja natürlich auch ein paar Leckereien dazu. Da helfen dann die Weihnachtswichtel oder Weihnachtselfen. Und schließlich können die Tiere samt Eisdrachen ihr allererstes Weihnachtsfest feiern. Sehr schön illustriert, mal ein bisschen eine andere Geschichte. Weihnachten zum allerersten Mal, was ja auch für viele Kinder so ist. Mit tollen Bildern, ein bisschen Glitzereffekten. Ein sehr schönes Weihnachtspappbilderbuch.